Bereits 2 Jahre, bevor Stranger Things mit einer Mischung aus 80er Retro, Jugendfilm und Mystery 2016 zum grandiosen Erfolg auf Netflix wurde, hat sich der Entwickler 4Attic aufgemacht, um auf Kickstarter Geld für ein Spiel mit ganz ähnlichem Thema zu sammeln. Zusammen kam für das Spiel, das Crossing Souls getauft wurde, knapp 52.000 US-Dollar. Das ist zwar mehr als das angepeilte Mindestziel von 45.000 US-Dollar, jedoch eben auch keine gewaltige Budgetspritze für das 4-5 Mann starke Team aus Spanien. Das aber auch von seinem Publisher Devolver Digital, den man unter anderem von Hotline Miami kennt, unterstützt worden sein dürfte. Ähnlich wie Hotline Miami bietet auch Crossing Souls zum einen Retro-Pixel-Look auf der einen Seite und Synthwave-Musik auf der anderen, um dieses 80er-Jahre-Flair komplett zu machen. Veröffentlicht wurde das Spiel im Februar 2018 und auf Steam titelt es mit: Eine Gruppe aus Freunden entdeckt einen geheimnisvollen, rosafarbenen Stein, der ihnen Reisen zwischen zwei Reichen ermöglicht, und kontrolliere 5 Kids mit speziellen Fähigkeiten beim Kämpfen und Lösen von Puzzles. Was taugt nun dieses Spiel und wie gut funktioniert dieses Kämpfen und Lösen von Puzzles? Crossing Souls beginnt zunächst ganz harmlos in der Wohnung des Hauptcharakters Chris, dessen Fähigkeiten sind tatsächlich Springen und Zuschlagen, was uns zwar auch recht früh gezeigt wird, aber erstmal für eine ganze Weile nicht wirklich gebraucht werden wird. Die ersten etwa 2 Stunden verbringen wir in dem Spiel ausschließlich mit dem Erkunden der Nachbarschaft und mit Dialogen. Sämtliche Texte sind im Übrigen eingedeutscht und das sogar so hervorragend, dass es schwer zu glauben ist, dass es sich bei Deutsch nicht um die Originalsprache des Spiels handelt. Das Erkunden der Nachbarschaft ist ein klein wenig monoton, da doch die Möglichkeiten recht beschränkt sind, aber es ist doch sehr cool, die ganzen Referenzen aus den 80ern zu sehen und so langsam in das Setting und die Story eingeführt zu werden. So hat es letzte Nacht einen Sturm gegeben, der zu ein wenig Chaos im Dorf geführt hat, und unser kleiner Bruder hat sich zum Baumhaus aufgemacht und anscheinend etwas entdeckt und uns über das Walkie-Talkie hat wissen lassen, dass wir uns das dringend anschauen sollen. Also machen wir uns auf dem Weg zum Baumhaus und holen auf dem Weg unsere Freunde ab. Zwischen den Charakteren lässt sich dann per Tastendruck hin und her schalten. Wir spielen also aktiv immer nur den Charakter, den wir gerade ausgewählt haben, und können auf diesem Weg zwischen den Fähigkeiten der Charaktere hin und her schalten. Der erste Freund, den wir aufgabeln, kann beispielsweise mit einem selbstgebauten Gerät eine Art Laser verschießen und statt zu springen, kann er, weniger hoch, aber dafür weiter, mit seinen Düsenschuhen fliegen. Diese etwa ersten 2 Spielstunden würde ich als insgesamt gut gelungen bezeichnen, auch wenn es wie gesagt ein klein wenig monoton ist. Nun folgt dann aber auch der erste Bruch im Spiel, bei dem sich das Gameplay doch recht stark ändert. Zum Anfang der 3. Stunde werden wir nun, abgesehen von einem Kampf gegen Ratten zuvor, auch in den ersten richtigen Kampf geraten, welcher jedoch auch storytechnisch überhaupt keinen Sinn ergibt. So sollen wir für den Vater einer Freundin beweisen, dass wir stark genug sind, um sie zu beschützen, woraufhin wir dann von irgendwelchen Hillbillies in einer Art Arena-Kampf angegriffen werden und uns entsprechend mit Baseballschläger und Co. zur Wehr setzen, einschließlich der Tochter, die es ja eigentlich zu beschützen gilt. Während der Kampf an sich noch okay ist, wirkt die ganze Situation, in der dieser eingebettet ist, komplett unpassend. Den hier beginnenden Abschnitt von der 2. bis zur 7. Spielstunde würde ich dann als 2. Teil des etwa 13 Stunden langen Spieles bezeichnen. In diesem Abschnitt ist etwa das Gameplay vorzufinden, das ich eingangs für das Spiel grob erwartet hatte. Erkundungen im offenen Gebiet, ein bisschen Gehüpfe, ein paar Puzzles, ein bisschen Gekämpfe und damit ein insgesamt noch ganz gesunder Mix. Wir werden nun zudem alle Freunde in der Gruppe haben und bald mit Geistern reden und auf dem Weg, ohne hier zu sehr zu spoilern, auch zwischen Geistern als Charaktere hin und her schalten, was wiederum für weitere kleine Puzzles benötigt wird, die im Übrigen auch eher im mittleren Teil des Spiels ihren Schwerpunkt haben und dann vor allem durch Hüpfpassagen abgelöst werden. Was gerade bei den Hüpfpassagen nun ersichtlich wird, ist, dass der Hinweis, dass man das Spiel am besten mit einem Gamepad spielt, nicht nur ein gut gemeinter Ratschlag war, sondern schon fast eine Voraussetzung. Die Standard-Tastaturbelegung ist eine Katastrophe und lässt sich auch nicht ändern. Gleichzeitig ist die Art der Steuerung ebenfalls für Controller optimiert, was sich dann nochmal zusätzlich umständlich anfühlt. Um einen von maximal 3 Gegenständen zu verwenden, muss beispielsweise zunächst der Gegenstand ausgewählt und dann benutzt werden. Statt also 3 Knöpfe zu haben für die direkte Gegenstandsnutzung, hat man sich 1 Knopf gespart, dafür die Steuerung unnötig umständlich gemacht. Zumal 2 dieser 3 Gegenstände in über 90% des Spiels sinnlos oder unnötig sind.
Ähnlich sieht das Wechseln von Charakteren für die Nutzung von Fähigkeiten aus. Solange man dazu entsprechend Zeit hat, ist es kein Problem. Aber es wird nervig, wenn man mit einem Charakter auf eine Plattform springen muss, um dann nach der Animation schnell den Charakter zu wechseln, um mit seiner Fähigkeit dann weiter wegfliegen zu können, bevor die Plattform zusammenbricht. Ich habe das Problem mit der miserablen Tastaturbelegung damit umgangen, indem ich einige Tasten auf meine Maus ausgelagert habe. Hat man keine Maus, die beispielsweise mit entsprechenden Daumentasten dafür geeignet ist, und auch keinen Controller zur Hand, dürfte man nun an einigen Passagen arge Probleme bekommen. Aber selbst mit einer funktionalen Steuerung fühlt es sich nicht wirklich gut an. Diese funktionale Steuerung wird dann auch benötigt, um die Bosskämpfe zu erledigen, die in diesem Abschnitt zum ersten Mal auftauchen. Zu diesem Zeitpunkt sind die aber noch verhältnismäßig einfach, sobald man einmal verstanden hat, was man machen muss. Und ähnlich geht es dann auch bei den nun auftauchenden kleinen arcade-artigen Einlagen zu. So muss man beispielsweise mit einem Fahrrad von links nach rechts fahren und dabei Hindernissen ausweichen. Wer sich noch an Hugo aus den 90ern erinnert oder an das zweite Level von Terminator 2 auf dem C64 oder Amiga, da hat damit einen ganz guten Vergleich. In diesem speziellen Fall war das Ganze aber sehr einfach zu meistern und hat als Hommage ganz gut funktioniert, ohne den Frust aus damaligen Spielen ebenfalls komplett zu übertragen. Das alles ändert sich aber dann zum Schlechteren, sobald man etwa in der zweiten Hälfte des Spiels angekommen ist. Die Minisequenzspielchen werden frustrierender, die Bosskämpfe teils echt hart, die Story wird absurd und das wird selbst vor dem Hintergrund, dass man in den 80ern sein soll, nicht wirklich besser. Und die mieseste Entwicklung von allen ist, dass das Leveldesign nun immer wieder zu reinen Hindernisparcours verkommt, was damit anfängt, dass man mitten im Wald zwischen verschiedenen Geisterplattformen und Fließbändern hin und her hüpfen muss, was weder Spaß macht, noch zum Worlddesign oder zur ersten Hälfte des Spiels passt. Immerhin verliert man beim Absturz in der Regel nur wenige Hitpoints und auch die Stellen, an denen man im Spiel speichern kann, sind in der Regel, aber auch nicht immer, ganz gut gesetzt, sodass zumindest der Frust durch ständiges Sterben entfällt. Das Sahnehäubchen ist dann noch der Kampf gegen den Endboss, da man sich dort nun auch beim Scheitern jedes Mal wieder durch eine Dialogsequenz Schritt für Schritt durchklicken und dann einen Kampf gegen Schrottgegner abschließen muss, um es noch einmal gegen den eigentlichen Boss zu versuchen. Das einzige wirklich Gute an der zweiten Hälfte des Spiels ist, wenn man diese hinter sich hat. Zum einen, weil sie echt miserabel ist, aber zum anderen auch, weil der Abspann dann doch sehr schön gelungen ist, was auch der fantastischen Musik zu verdanken ist, die den Spieler über das gesamte Spiel begleitet. Diese stammt zum einen von Timecop 1983, und ja, ich könnte hier etwas voreingenommen sein, da ich diese bereits seit Jahren auch außerhalb des Spieles höre, und zum anderen von Chris Köpke, von dem die ebenfalls hervorragenden orchestralen Stücke stammen. Die Zwischensequenzen in der VHS-Zeichentrick-Grafik sind zwar an für sich nett gemacht, jedoch aber auch nicht super häufig und vor allem auch in der Regel nur ein paar Sekunden lang und damit eben nicht so präsent, wie der Trailer suggerieren mag, der auch bereits den Großteil der Zwischensequenzen des Spiels gezeigt haben dürfte. Tja, und damit wäre das Spiel dann auch bereits umrissen. Es versucht den Spieler zurück in die 80er zu transportieren, was anfangs auch noch ganz gut gelungen ist. Und wäre das Gameplay so geblieben wie im zweiten Viertel des Spiels, hätte es durchaus einen ganz guten Job abgeliefert. Leider ist aber die zweite Hälfte des Spiels dann grandios in die Hose gegangen, indem sie auch Teile des Frusts der 80er-Jahre-Spiele übernommen hat und sich meiner Meinung nach ebenfalls die Story zum Schlechteren gewandelt hat. Auf die grafisch und sowohl Gameplay als auch storymäßig deplatziert wirkenden Parcourskurse hätte man hier auf jeden Fall verzichten sollen. Meine abschließende Bewertung des Spiels ist nun entsprechend nur ein Daumen auf halbem Weg nach unten. Während ich Crossing Souls tendenziell eher nicht empfehlen kann, sehe ich aber auch, dass es hier eine gewisse Subzielgruppe geben dürfte, die meine Kritikpunkte anders gewichten würde. Weiß man, worauf man sich einlässt, mag den Einfluss der 80er in jeglicher Hinsicht und hat auch das entsprechende Gerät zur Verfügung, um es vernünftig steuern zu können, könnte das Spiel einen Blick wert sein und bei einem Preis von 15€ könnte man es sicher wagen. Unabhängig davon, ob er nun meiner schlussendlichen persönlichen Bewertung zustimmt oder nicht, hoffe ich jedenfalls, dass ich mit dem Review weiterhelfen konnte. Weitere meiner Reviews findet ihr auch auf www.ndnw.net. Ich danke fürs Schauen, verabschiede mich und werde Timecop 1983 nun wieder auf anderem Wege lauschen. Bis zum nächsten Mal. Crossing Souls. Available now on PlayStation 4 and PC. Righteous!